Dies ist eine Meditation für eine gute Erdung, in welcher wir unsere geistigen Helfer bitten werden, unsere diesbezüglichen Chakren zu reinigen, öffnen und klären. Atme nun tief ein und wieder aus. Entspanne dich und sprich zunächst die folgenden Affirmationen. Ich bin stark für schnelles Denken. Ich bin stark für schnelles Loslassen alter Gedanken und Glaubensmuster. Ich bin plus minus neutral. Ich zentriere mich auf meine energetische Mitte. Visualisiere dazu eine Lichtkugel, die vom Steiß über die Wirbelsäule zum Scheitel und wieder zurückwandert. Nun bist du zentriert. Ich bin stark für Körper, Seele, Geist. Ich bin stark für Fühlen zu 100%. Ich bin stark für Wahrnehmen zu 100%. Ich bin stark für meine Intuition zu 100%. Jetzt. Atme noch einmal tief ein und wieder aus und dann spüre hin zu deinen Füßen. Ich bitte die Erzengel Sandalfon und Uriel, öffnet, reinigt und klärt meine Fußchakren. Stelle dir dazu vor, wie deine Füße rotbraunen Lehm berühren, wie sie sich in diesen eingraben und wie dann aus deinen Füßen Wurzeln wachsen, die sich durch die Erde bewegen bis zu deren Mittelpunkt. Ich segne jeden meiner Schritte. Ich segne jeden meiner Schritte. Ich segne jeden meiner Schritte. Wo ich gehe und stehe, segne und danke ich Mutter Erde. Wo ich gehe und stehe, segne und danke ich Mutter Erde. Wo ich gehe und stehe, segne und danke ich Mutter Erde. Und nun spüre hin zu deinen Knien. Ich bitte die Erzengel Sandalfon und Uriel, öffnet, reinigt und klärt meine Kniechakren. Ich bin flexibel und beweglich. Ich bin flexibel und beweglich. Ich bin flexibel und beweglich. Nun gehe gedanklich weiter zu deinem Damm. Ich bitte Erzengel Uriel, öffne, reinige und kläre mein Wurzelchakra. Das Wurzelchakra erstrahlt in der Farbe Magentarot. Es ist der Sitz von Zuversicht, Sicherheit und Vitalkraft. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Gehe weiter zu deinem Sakralchakra. Es befindet sich auf der Höhe deines Schambeins. Ich bitte die Erzengel Uriel und Gabriel, öffnet, reinigt und klärt mein Sakralchakra. Das Sakralchakra erstrahlt in den Farben rosarot bis orange. Es ist der Sitz der transzendenten Sexualität, der Sitz wahrer Liebe und Zärtlichkeit, der Sitz unserer körperlichen Bedürfnisse, der Schöpferkraft und Kreativität. Ich werde zutiefst geliebt. Ich werde zutiefst geliebt.
Ich werde zutiefst geliebt. Spüre hin zu deinem Nabel. Erzengel Gabriel, ich bitte dich, öffne, reinige und kläre mein Nabelchakra. Das Nabelchakra erstrahlt in den Farben Orange bis Goldgelb, wie ein Sonnenaufgang. Es ist der Sitz der Emotionen und des Bauchgefühls. Ich vertraue meiner Intuition. Ich vertraue meiner Intuition. Ich vertraue meiner Intuition. Ich vertraue meinem Bauchgefühl. Ich vertraue meinem Bauchgefühl. Ich vertraue meinem Bauchgefühl. Nun fühle deinen Solarplexus. Erzengel Gabriel, ich bitte dich, öffne, reinige und kläre mein Solarplexus-Chakra. Das Solarplexus-Chakra erstrahlt in den Farben Goldgelb bis Kristallklar. Es ist der Sitz von Macht und Kontrolle, der Sitz deiner Bewertungen und des kollektiven Bewusstseins. Ich bin stark für die Abgrenzung gegenüber allen negativ wirkenden kollektiven Energiefeldern und Gedankenmustern. Ich bin in Frieden mit mir und meiner Umwelt. Ich bin in Frieden mit mir und meiner Umwelt. Ich bin in Frieden mit mir und meiner Umwelt. Es ist sicher zu wissen und nicht zu wissen. Es ist sicher zu wissen und nicht zu wissen. Es ist sicher zu wissen und nicht zu wissen. Ich respektiere meine Wünsche und Grenzen. Ich respektiere meine Wünsche und Grenzen. Ich respektiere meine Wünsche und Grenzen. Nun fühle hin zu deinem Herzen. Ich bitte die Erzengel Raphael und Samuel, öffnet, reinigt und klärt mein Herzchakra. Das Herzchakra erstrahlt in den Farben Grün bis Rosa. Es ist der Sitz reiner Liebe. Hier wohnen Gesundheit, Mitgefühl und Alleinssein. Es ist sicher zu lieben. Es ist sicher zu lieben. Es ist sicher zu lieben. Mein Herz bringt Licht, Liebe, Heilung und Vergebung. Mein Herz bringt Licht, Liebe, Heilung und Vergebung. Mein Herz bringt Licht, Liebe, Heilung und Vergebung. Mein Herz ist erfüllt von Dankbarkeit. Mein Herz ist erfüllt von Dankbarkeit. Mein Herz ist erfüllt von Dankbarkeit. Nun fühle hin zu deinem Hals. Erzengel Michael, ich bitte dich, öffne, reinige und kläre mein Kehlchakra. Das Kehlchakra erstrahlt in der Farbe Türkis. Es ist der Sitz von Mut und Kommunikation. Es ist sicher, meine Wahrheit zu sprechen. Es ist sicher, meine Wahrheit zu sprechen. Es ist sicher, meine Wahrheit zu sprechen. Nun gehe in Gedanken zu deinem dritten Auge. Es befindet sich zwischen deinen Augenbrauen. Erzengel Michael, ich bitte dich, öffne, reinige und kläre mein drittes Augechakra. Bitte entferne alle Dunkelheit. Erzengel Zadkiel, ich bitte dich, transformiere alles, was dein Bruder Michael entfernt hat.
Erzengel Raphael, ich bitte dich, bringe Heilung. Erzengel Raziel, ich bin nun bereit, den hellen Gottesstrahl zu empfangen. Ihr Erzengel, ich bitte euch, öffnet mein drittes Auge. Dein drittes Auge erstrahlt nun in der Farbe Indigo. Es ist sicher zu sehen. Es ist sicher zu sehen. Es ist sicher zu sehen. Nun fühle hin zu deinen Ohren. Ich bitte die Erzengel Michael und Raziel, öffnet, reinigt und klärt meine Urchakren. Ich höre klar und deutlich alle Frequenzen, Schwingungen und Botschaften der Liebe. Ich höre klar und deutlich alle Frequenzen, Schwingungen und Botschaften der Liebe. Ich höre klar und deutlich alle Frequenzen, Schwingungen und Botschaften der Liebe. Es ist sicher zu hören. Es ist sicher zu hören. Es ist sicher zu hören. Nun begib dich mit deinen Gedanken ein wenig über dein Haupt. Erzengel Metatron, bitte öffne, reinige und kläre mein Kronenchakra. Das Kronenchakra erstrahlt in den Farben Violett bis Gold. Es ist der Sitz deines kosmischen Bewusstseins. Ich bin mit der göttlichen Weisheit in mir verbunden. Ich bin mit der göttlichen Weisheit in mir verbunden. Ich bin mit der göttlichen Weisheit in mir verbunden. Ich bin eins mit allem. Ich bin eins mit allem. Ich bin eins mit allem. Ich bin Licht und Liebe. Ich bin Licht und Liebe. Ich bin Licht und Liebe. Nun gehe mit deinem Gefühl in deine Hände. Lege sie mit den Handrücken nach unten. Erzengel Raphael, ich bitte dich, öffne, reinige und kläre meine Handchakren. Erzengel Raphael, ich bitte dich, aktiviere meine heilenden Hände. Atme nun ein und empfange. Atme aus und gib weiter. Atme ein und empfange. Atme aus und gib weiter. Atme ein und empfange. Atme aus und gib weiter. Meine Hände segnen alles, was ist. Meine Hände segnen alles, was ist. Meine Hände segnen alles, was ist. Ihr Erzengel, ich bitte euch, lasst weißes Licht durch alle meine Chakren fließen. Flutet das weiße Licht in mein Kronenchakra. Lasst es weiter fließen durch mein drittes Auge und meine Ohren, hin zu meinem Kehlchakra, von dort in mein Herzchakra. Lasst es fließen durch meinen Solarplexus, zum Navelchakra, weiter zum Sakralchakra, zum Wurzelchakra, durch meine Knie, durch meine Füße, hinein in die Erde, bis zum Mittelpunkt der Erde.
Ich nehme nun Energie aus dem Mittelpunkt der Erde und lasse sie zurückfließen in meinen Körper, zurück durch alle meine Chakren, hinauf bis zum Kronenchakra und wieder zurück zum Kosmos. Und noch einmal bitte ich die geistige Welt, schickt weißes Licht von Gott und lasst es fließen durch mein Kronenchakra, über meine Schultern, meine Arme und meine Hände. Fühlt nun, wie dieses weiße Licht aus euren Händen austritt und einen Energieball bildet. Fühlt diesen Energieball. Haltet ihn und genießt dieses wundervolle Gefühl. Erzengel Jophiel sagt dir, verbinde dein Herz und deinen Verstand, so wirst du göttliche Freude und Schönheit in allem erkennen, und der heilige göttliche Geist wird dich mit Weisheit erfüllen. Göttliche Weisheit inspiriert dein Bauchgefühl, so bist du gut geführt für ein glückliches und erfülltes Leben. Nun öffne dich auch für die körperliche Reinigung auf allen Ebenen deines Seins, indem du sprichst: Ich bin stark für die Öffnung der Entgiftungstore, Lunge, Niere, Blase, Darm, Haut, Beckenboden, jetzt. Nun trinke heute viel, um die körperliche Reinigung zu unterstützen. Du bist jetzt hervorragend an Mutter Erde und Vater Himmel angebunden. Wir danken der geistigen Welt für ihren Beistand. Sei gesegnet mit Freude und Liebe.